Jetzt kümmern wir uns um den Transversus Thoracis, also den Brustbeinmuskel. Du musst dir vorstellen, das Brustbein ist von Muskelansätzen vernetzt, die das Brustbein nach innen unten ziehen. Das ist relativ schwer anzusteuern, nichtsdestotrotz probieren wir das trotzdem zu machen. Du atmest wieder vollständig ein, machst dann eine Ausatmung und dann kannst du dir vorstellen, dass diese Muskelansätze jetzt nach innen unten schieben. Und da sieht man die Bewegung jetzt bei ihm sehr gut, dass sich das Brustbein nach innen stellt und jetzt wieder hochkommt. Sehr gut. Und wieder ausatmen, 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 dass sich das Brustbein nach innen unten bewegt. Das ist im letzten Zuge der Ausatmung, spürt man das oft. Super. Und aus, 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 aus. Super. Unten in. Achte bitte darauf, dass du hierbei nicht schummelst. Viele Leute versuchen die Bewegung oder diese Brustbeinsenkung dadurch zu erzeugen, dass sie die Schultern nach hinten rausschieben. Das wollen wir nicht. Wir wollen die Bewegung aus dem Muskel am Brustbein direkt erzeugen. Gut. Noch einmal. Denk wieder daran, dass du auch bei dieser Ausatmung locker und entspannt atmest, nicht gegen Widerstand ausatmest, damit dir nicht schlecht oder schwindelig wird. Ansonsten sollte alles gut gehen und du hast dann auch diese Übung gut gemeistert. Als letztes kümmern wir uns gleich um den sogenannten Quadratus lumborum, also die Muskulatur, die hier an dem Rippenansatz bis nach unten in die Lendenwirbelsäule zieht und die Ausatmung vollendet.